Fotopopart, digitale und analoge Malerei. Holger Mühlbauer-Gademin beherrscht viele Techniken. Geboren an der Nordseeküste und kreativ von Kindesbeinen an. Mit 3 Jahren nimmt Holger Mühlbauer-Gademin den Zeichenstift zum ersten Mal in die Hand, um sein erstes Bild zu zeichnen. Heute würde man sagen, die Kunst liegt ihm schon immer im Blut. Um seinem Geist freien Lauf zu lassen, macht Holger Mühlbauer-Gademin eine Ausbildung zum Grafikdesigner, arbeitet im Anschluss in verschiedenen Agenturen und Verlagen. 1996 folgt schließlich die Selbstständigkeit. Die Keimzelle seiner Kunst, ein geräumiges Atelier in Wilhelmshaven. In seinen heutigen Arbeiten verschmelzen viele Kunstrichtungen, doch sie alle verbinden digitale und analoge Malerei miteinander. Es ist gerade die Mischung der verschiedenen Welten, die Holger Mühlbauer-Gademin begeistert. Das handwerkliche Arbeiten mit Leinwänden, Pinsel und Farbe sowie das Erschaffen vollkommen neuer Welten am Computer. Beides hat seine ganz eigene Faszination und schließt sich keinesfalls gegenseitig aus. Holger Mühlbauer-Gademin ist der Beweis dafür. Wann immer der Künstler sich seiner Leidenschaft hingibt, fühlt er sich frei. Es sind eigene Szenarien, Gedankenspiele, Emotionen, gesellschaftliche Aussagen, satirische Kritik und tiefgehende Meinungen, die sich in seinen Werken wiederfinden. Kunst als Ausdruck innerster Gefühlswelt, als Übermittler ernster und satirischer Gedanken, aktueller Situationen in Gesellschaft und Politik. In Ausstellungen können Kunstinteressierte seine Werke von nahem sehen, sich hineinziehen lassen in eine Welt voller Kontraste, knalliger Farben und bunter Landschaften, sich inspirieren lassen, nachdenken über Inhalt und Aussage oder sich allein vom Anblick treiben lassen. Laut Wikipedia gilt Holger Mühlbauer-Gademin in der Szene als vielversprechender Newcomer. 2017 wählt ihn seine Heimatstadt zum Kapp-Künstler des Jahres. Sein Stil lässt bekannte Kunstrichtungen verschmelzen und nie Dagewesenes entstehen. Seine Kunst ist anders, neu, modern. Sie lädt zum Nachdenken ein, sie unterhält, provoziert, sorgt gleichermaßen für Nachdenklichkeit wie für Lächeln. Die Welt liebt seine freche und eigene Art. Spätestens mit der Hannover Art Show im November 2017 ist Holger Mühlbauer-Gademin in der Szene ein Begriff. Damals kann er seine Werke erstmals neben Objekten und Gemälden von Kunstikonen wie Beuys, Picasso und Warhol präsentieren. Auch weil Fotopopart, digitale und analoge Malerei den Zeitgeist trifft und in seiner Darstellungsart moderner ist denn je. Ein Meilenstein, der deutlich macht, von diesem Mann wird man wohl noch viel hören oder besser sehen.